Der erste Tauchschein. Und damit herzlich willkommen in der Roloino Diving World. Hier ist wieder die verrückte Tauchnudel, die Sissy. Wir haben eine eigene Tauchschule und einen eigenen Tauchverband und bilden ganz viele tolle Menschen aus. Und damit zurück zu meinem heutigen Thema, der erste Tauchschein. OWD und ausgesprochen Open Water Diver ist der allererste Tauchschein. Brauchst du dafür Voraussetzungen? Musst du dafür irgendwas können oder irgendwas Krasses leisten? Also du solltest auf jeden Fall schwimmen können. Das ist wirklich eine Voraussetzung und es ist wirklich wichtig, dass du schwimmen kannst. Und ja, auch wenn es für euch jetzt selbstverständlich erscheint, es gibt tatsächlich Leute, haben wir schon in unserer Tauchschule gehabt, die kommen und können nicht schwimmen. Es ist immer sehr erstaunlich, wenn man solche Fälle hat, weil man denkt doch eigentlich, du willst tauchen, du willst was im Wasser machen und du kannst nicht schwimmen. Also eigentlich sollte es selbstverständlich sein, aber es gibt wirklich solche Fälle. Deswegen erwähne ich das, du solltest schwimmen können. Du solltest dich über Wasser halten können, du solltest auch Bahnen schwimmen können. Im Übrigen wird es hier abgefragt, also du musst vorschwimmen. Deswegen, und da kann man dann schnell herausfinden, wenn man das nicht schon vorher mitteilt, dass man nicht schwimmen kann, ob derjenige schwimmen kann oder nicht. Dann solltest du natürlich eine Tauchtauglichkeit haben, das ist hier beim ersten Tauchschein auch wichtig. Und ja, damit du einfach tauchen kannst, damit man weiß, dass du tauchen kannst. Es gibt ein paar Ausnahmen, ein paar Krankheiten, wo du nicht mehr tauchen darfst. Hier mache ich am besten auch mal ein eigenes Video drüber, weil das ist auch sehr interessant und ich glaube, vieles weiß man da gar nicht. Einiges wusste ich auch nicht. Es ist eine sehr gute Idee, das sollte ich mir gleich mal notieren. Ich werde hier ein extra Video für machen. Dann solltest du auch gut zuhören können. Das ist jetzt keine krasse Voraussetzung und du darfst auch deinen Tauchschein machen, wenn du nicht gut zuhören kannst. Aber es ist wirklich wichtig für dich und angenehm für die Tauchlehrerinnen, wenn derjenige gut zuhören kann und nicht ständig dazwischen quasselt. Dann gibt es natürlich die Theorie. Die gibt es in zwei Varianten. Es gibt mittlerweile die Online-Variante, wo du dir selbst alles beibringst. Und dann gibt es die persönliche Variante. Zur Online-Variante natürlich ist es hier angenehmer und entspannter, weil du zu Hause auf der Couch sitzen kannst. Du kannst dein eigenes Tempo wählen. Du kannst ja auch auf deinem Bett liegen. Du hast keinen Fahrtweg. Das ist schon echt entspannter. Aber die persönliche Theorie ist meines Wissens wirklich deutlich besser und man lernt auch viel schöner und viel schneller und viel besser, weil du hier erstens von Angesicht zu Angesicht lernst. Meistens hast du auch noch eine Präsentation dazu und hörst es, siehst es. Gut, schmecken tust du es nicht, aber mehrere Sinne werden angesprochen und somit lernst du einfach besser und schneller. Dann ist es einfach persönlicher, wenn es persönlicher. Es ist einfach lustiger, wenn es persönlicher ist und du kannst einfach neue Leute kennenlernen. Ich kann mich noch sehr gut an meine Theoriestunden erinnern und es war wirklich deutlich angenehmer, weil wir hatten so viel zu lachen. Unser Tauchlehrer hat da echt einiges erzählt und tolle Witze gemacht. Und da komme ich auch gleich noch zum nächsten Punkt. Es ist einfach viel, viel schöner, wenn es persönlich ist, weil die Tauchlehrer oder Lehrerinnen, die erzählen dann auch zwischendurch einfach noch viele, viele Geschichten, was sie so erlebt haben. Und es ist einfach so viel spannender und generell, man erfährt so viel übers Tauchen. Deswegen, ich würde immer eine Tauchschule wählen, wo es persönlichen Theorieunterricht gibt. Natürlich gibt es auch Leute unter euch, denen ist das alles egal, die haben keinen Bock auf persönlich, die machen dann natürlich online, das ist aber auch nicht schlimm. Aber ich würde euch raten, wählt immer das Persönliche, es ist einfach spaßiger und ihr lernt viel, viel mehr. Vor allem zur heutigen Zeit ist es einfach alles online und ja, es ist einfach viel schöner, wenn man doch nochmal echte Menschen sieht und neben echten Menschen sitzt und sich austauschen kann mit echten Menschen. Dieses Online ist eine tolle Sache, aber nur online ist halt einfach nicht so schön. Dann ist die Theorie denn eigentlich anstrengend? Nein, ich kann euch hier beruhigen, sie ist überhaupt nicht anstrengend. Ja, es kommen physikalische Sachen ran, aber wirklich sehr wenige. Und diese wenigen Sachen, die sind auch wirklich
verständlich. Selbst Kinder ab 10 Jahren verstehen es wirklich. Deswegen beruhigt euch hier, auch wenn ihr ein bisschen nervös seid. Nein, braucht ihr wirklich nicht. Die Theorie ist wirklich gut erklärt. Auch im Buch ist sie gut erklärt und verständlich geschrieben und ihr werdet es verstehen. Ja, es kommt ein oder zwei Formeln kommen ran, aber auch das ist nicht schlimm. Ich bin selbst nicht so wirklich der Formelmensch, überhaupt nicht. Und selbst ich habe es wirklich verstanden, konnte es anwenden und dann funktioniert das wirklich ganz einfach. Komme ich weiter zur Prüfung. Ist die denn anstrengend oder schwierig? Nein, die Prüfung ist auch wirklich machbar. Ihr müsst natürlich zuhören und ihr müsst natürlich auch ein bisschen was verstehen und ihr solltet euch auch Notizen machen und ihr solltet auch wirklich das Buch lesen. Aber dann, wenn ihr das alles gemacht habt, schafft ihr die Prüfung locker, wirklich locker. Habt da wirklich keine Angst und ihr müsst immer wissen, es ist hier nicht wie in der Schule. Ihr sitzt nicht in irgendeiner Ecke und dürft nie wieder reden. Ihr dürft tatsächlich, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, diese Fragen auch in dieser Prüfung stellen. Und dann wird der Tauchlehrerin mit euch ein bisschen darüber sprechen. Natürlich nicht euch die Lösung verraten. Das wäre ein bisschen seltsam. Dann ist die Tauchschule nicht in Ordnung. Aber so ein bisschen drüber reden machen sie. Dann folgen 3 Pooltauchgänge oder auch zwischendrin, je nachdem. Manche machen erst die Theorie, manche machen die Pooltauchgänge zwischen den Theorie, das ist wirklich egal. Aber es sind auf jeden Fall 3 Pooltauchgänge. Und hier werden verschiedene Übungen gemacht, damit du halt in verschiedenen Situationen auch gut damit umgehen kannst und nicht in Stress ausartest. Ich erwähne mal ein paar Übungen. Es sind nur ein paar, nicht alle, aber ich dachte mir, es ist mal sehr schön und sehr interessant zu wissen, was da so für Übungen rankommen. Zum einen ist es den Atemregler wieder in den Mund machen. Also dieses Ding, was man hier so im Mund hat, um Luft zu bekommen, dieses Ding nennt man Atemregler. Und wenn er dann aus Versehen mal aus dem Mund fällt, wenn man zum Beispiel lacht, und ja, das kann passieren, ich habe schon sehr oft so doll unter Wasser gelacht. Es ist dann halt auch sehr amüsant manchmal unter Wasser, wenn dann der Buddy irgendwelche Faxen macht oder man ja, sich unterhält und der andere versteht nichts. Also man kriegt auch Lachanfälle unter Wasser. Und dann kann es durchaus passieren, dass der Atemregler aus dem Mund rutscht. Und das übt man natürlich, damit man den wiederbekommt, ohne Stress zu haben. Da passiert auch wirklich überhaupt nichts Schlimmes. Und die Übung ist wirklich sehr einfach. Dann zum Beispiel Wechsel des Atemreglers, Maske halb voll und ganz voll. Wie man das Wasser halt aus der Maske wieder rausbekommt. Das hilft zum Beispiel, wenn die Maske unter Wasser beschlägt. Dann kann man Wasser reinlassen, ausspülen und wieder rauslassen. Das hilft halt. Und natürlich auch Maske komplett ab. Hier habe ich einen kleinen Tipp. Vor allen Dingen Frauen haben hiermit mit dieser Übung ein Problem. Ich sag mal, die finden diese Übung, haben sehr Respekt vor dieser Übung, sage ich so. Auch ich hatte es, auch ich dachte, wie sollst du das bitte unter Wasser schaffen? Du atmest doch dann durch die Nase. Und hier habe ich einen kleinen Tipp für alle, die den OWD-Tauchschein machen wollen oder gerade dabei sind. Wenn diese Übung ansteht oder generell, ihr könnt auch einfach schon vorher üben, übt in der Badewanne. Ich habe es gemacht und es hilft wirklich. Also mir persönlich hat es sehr geholfen, dass ich in der Badewanne die Maske abgenommen habe. Ich habe es mit dem Schnorchel halt gemacht. Schnorchel rein, Maske ab und dann war ich ein paar Sekunden unter Wasser oder auch eine Minute unter Wasser und habe halt so geübt. Das habe ich 2-3 Mal gemacht und dann war die Sache durch und ich habe es, im Pool war es ein Klacks. Also ich fand es überhaupt nicht mehr schlimm, weil ich war dran gewöhnt. Deswegen hier mein Tipp, übt es gerne in der Badewanne. Es hört sich blöd an und man fühlt sich vielleicht auch blöd, wenn man in der Badewanne mit Schnorchel und Tauchmaske sitzt. Aber es hilft und ihr verliert einfach die Sorge, Angst davor. Dann macht man auch einen Notaufstieg, Übungen mit dem Kompass und kleine Übungen, also Rettungsübungen und noch vereinzelt andere Übungen. Ich wollte jetzt nicht alle aufzählen. Dann gibt es 4 Freiwassertauchgänge. Das sind Tauchgänge im See oder im Meer, je nachdem, wo ihr euren Tauchschein macht.
Hier finden, also die finden meistens am Wochenende statt. Bei uns jedenfalls, wir machen es immer samstags und sonntags. Es sind nämlich also 2 Tauchgänge pro Tag. Und hier sind, werden die wieder, ich muss mich mal kurz sortieren, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Manchmal verhaspel ich mich einfach. Hier werden die Übungen wiederholt. So, und dann gibt es den sogenannten Prüfungstauchgang. Hier muss man die Übungen beherrschen und von sich aus machen können. Das ist immer ganz amüsant bei diesen Tauchgängen. Da wird dann immer vorher erzählt, habe ich nie gemacht. Auch ich war so. Auch ich habe meinem Tauchlehrer gesagt, nee, das haben wir nie gemacht. Im Wasser, wenn man dann so die Übung macht, dann kommt so die Erleuchtung. Doch, stimmt, habe ich schon gemacht. Das ist wirklich amüsant. Ich glaube, fast 90% der Menschen sagt hier bei diesen Tauchgängen, also wenn es Richtung Freiwasser geht, nee, habe ich nie gemacht. Ich weiß nicht warum, es ist wahrscheinlich so dieses nervöse Sein, dieses aufgeregte Sein, so jetzt gehe ich im See tauchen. Und ich glaube, deswegen kommt es, dass man sagt, nee, habe ich nie gemacht. Ja, doch, wir haben sie alle gemacht, aber wir brauchen Erinnerungen, ne? So, ah, und dann kommt das Licht so. Also wie gesagt, bei mir kam dann im Wasser, ach ja, doch, das hast du gemacht. Ja, dann bist du mit deinem ersten Tauchschein fertig, wenn du das alles durchgezogen hast und beendet hast und alles bestanden hast und ja, du wirst es bestehen, dann darfst du 18 Meter mit deinem Buddy tauchen, 18 Meter tief tauchen, darfst überall auf der Welt tauchen und kannst dir die Unterwasserwelt überall anschauen und ja, ein ganz tolles Hobby erleben, ein ganz tolles Hobby durchführen, ein ganz tolles Hobby an der Seite haben. Ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr euren Tauchschein fertig habt, dann sucht euch irgendwo Gelegenheiten zu üben. Auch wenn ihr solche Urlaubstaucher seid, die wirklich nur im Urlaub tauchen gehen, versucht irgendwo ranzukommen, wo man üben kann, weil es ist, ja, es ist auch hier beim Tauchen wirklich Übungssache. Umso mehr du tauchst, umso mehr Routine du bekommst, umso mehr fällt es dir leichter, umso mehr bekommst du keinen Stress und. Deswegen wirklich sucht euch Gelegenheiten zum Üben. Wir bei uns bei der Tauchschule haben zum Beispiel auch einen Tauchclub. So ermöglichen wir auch den Leuten, dass sie im Winter zum Beispiel kostenfrei in den Pool mitkommen können. Und das nutzen auch sehr viele. Die kommen dann im Winter, um einfach drin zu bleiben. Die testen im Winter neue Ausrüstung und. Und es ist wirklich hilfreich. Wir bieten auch Personal Training an, das kann man auch nochmal machen. Das ist auch sehr gut, weil dadurch wird man auch einfach nochmal besser. Weil man auch, wenn man schon lange getaucht ist, hier und da, man sieht einfach einiges nicht. Und beim Personal Training zum Beispiel, da schaut der Lehrer oder die Lehrerin nochmal explizit auf dich und kann dir wirklich genau sagen, wo du Fehler machst, was für Fehler du machst. Das hilft alles und deswegen, auch wenn ihr nur reine Urlaubstaucher sein wollt oder werdet, sucht euch wirklich Möglichkeiten, wo ihr hier und da auch nochmal üben könnt, weil ihr werdet es merken. Wenn ihr mehr und mehr übt, werdet ihr auch immer besser und ja. Das ist einfach mein Tipp nochmal hier am Ende. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Macht gerne ein Like und abonniert auch sehr gerne diesen Kanal. Hier gibt es alles rund um das Thema Tauchen. Und bei den anderen Social-Media-Kanälen könnt ihr ganz viele tolle Bilder und Videos von der Unterwasserwelt sehen. Also auch da gerne folgen. Einfach Sissi Roloino eingeben oder einfach nur Roloino. Ihr werdet mich überall finden. Und ja, folgt mir auch sehr gerne dort. Lasst auch gerne einen Kommentar da, ob ihr schon einen OWD-Tauchschein habt oder es gerne machen möchtet. Oder ob zum Beispiel Freunde von euch schon einen OWD-Tauchschein habt. Und ich freue mich auf eine ganz, ganz tolle Community. Damit hey da, ihr Lieben. Und bis zur nächsten Folge.